Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von GTA 5 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr da eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Und es geht direkt da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Herzlich willkommen bei Trevor zu Hause. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're going to be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Yo, bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. Probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Oh, good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. Okay. The dirty cops head on. Head on? Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. Okay. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. They'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Wen haben wir denn? Yeah. Think about my buddy's chef, okay? Consummate professional. Der ist besser als der mit 14%. Ja, dann nehmen wir doch den Chefkoch. You sure this is the guy? Ja, klar. Gut. Also, Militärausrüstung besorgen. Ja, machen wir mal. That should do. I'll get the equipment together. Falls ihr übrigens so ein Knurren im Hintergrund hört, das ist nur wieder gerade meine Katze, die bei mir auf dem Schoß sitzt und schnurrt. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but you know, me casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, suit yourself. Fine, I'll give you a ride. Adios, amigos. Ah, der Trevor, ey. Alter! Oh Gott, ich muss gleich daneben kotzen. Ernsthaft? Ja, gut. Alter, wie ekelhaft. Wieso, der hat jetzt erst Lester als Kontakt? Gut, was muss man dann machen? Franklin, buddy, what's up? What's up? There's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man. Ah, okay, blinkt eine Mission ganz toll auf. Dann besorgen wir uns mal ein Auto. Dann fahren wir mal zu dem blinkenden T. Ich brauche eine Karre. Das ist so ein Buggy. Da ist doch hässlich. Ich gehe mal auf die Hauptstraße. Ganzen Kojoten hier. Das ist ja wie Fans. Ach komm. Meine hässlichen Karre kannst du weiterfahren. Trevor! Martin! You know, I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Where is my wife? Patricia doesn't want to speak to you. Frankly, neither do I. I will find you! Okay, well, I'll put some coffee on then. I'll see you soon. Gut, nee, dann würde ich mal sagen, fahr mal. Oh, der Typ hinter mir ist sauer.
Fahren wir mal dahin und schauen uns mal, was uns da erwartet. Ich hoffe, das ist Hauptmission. Gott, die Karre hat ja gar keine Leistung. Ui, Alter. Ui. Schnappt euch den Konvoi, sobald es geht. Was ist denn der? Da ist er. Mann, holen wir uns jetzt nochmal. Wozu fahren wir denn einen Offroader, wenn wir den auch nicht nutzen können? Wo fährt denn der Konvoi lang? Was ist, der fährt sogar da hoch. Dann setze ich mal den Wegpunkt hier hin. Geht doch irgendwas, oder? Das Vorderrad, na super. Was ist das denn passiert? Mal noch. Naja, mal schauen. Wir gucken uns erstmal den Militärkonvoi an. Mal schauen, ob ich da was reißen kann. Also, wie es aussieht, nämlich gerade gar nicht. Ups, jetzt habe ich gerade auf die Minikarte geguckt, das war gerade nicht so günstig. Ja, der kommt tatsächlich genau da vorbei. War nur ganz dringend eine andere Karre. Ey! Geht's noch? Ich glaube, da ist er. Was haben wir denn im Angebot? Ja? Geht doch. Nein! Ich sehe gerade gar nichts. Müssen wir die armen Soldaten hier... Oh, ja, da ist noch einer. Ah, nein, nein, fuck. War jetzt gerade ein bisschen ungeplant. Also wir wissen ja schon mal wenigstens, wo er lang fährt. Ah. Gut, die kommen ja definitiv hier oben vorbei.
Jetzt funktioniert das Auto auch wieder. Wir sind ja hier lang gefahren, wir sind ja hier abgebogen. Stelle ich den mal hier quer. Und den stelle ich mal weiter nach rechts. So. Wo sind sie denn? Da sind sie. Frage ist, sind die auch wirklich hier wollten sie auch wirklich hier abbiegen? Ey, du hast gerade einen Huhn tot gefahren. Ich glaub's nicht. Der hat einen Huhn tot gefahren, ist einfach weitergefahren. Sachen gibt's. Was? Wieso? Alter, was geht denn hier ab? Guck, wie schön er das tut, ihr Tod. Richtig platt gefahren. Jetzt kommt natürlich kein zweites Auto vorbei. So, wieder mal zum Kotzen. Ich hätte gern vorsichtshalber hier noch eins quergestellt, dass sie da wirklich da abbiegen. Das ist mir wieder so typisch, dass man in dem Moment kein Auto vorbeikommt. Weil sonst noch weg. Ach, die kommen schon da vorne. Na gut, dann hoffen wir mal das Beste. Ah, jetzt kommt natürlich ein Auto, ein Traktor. Und weg damit. Was? Frag ich, verfolgen die mich jetzt oder? War das dann doch so einfach? War wohl doch so einfach. Ui. Ich glaube, die verfolgen mich, oder? Was? So. Ist jetzt hier Ruhe? Was ist denn hier los? Verdammt nochmal. Oh. Kann's doch auch nicht sein. Dass sie keine Ruhe geben. Weil man dir so einen scheiß hässlichen LKW klaut. Ups, der hat mal hier abbiegen müssen. Armee geklaut, ey. Muss ich den denn hinstellen? Hm.
Wow. Weiß nicht, ob der hier hin muss. Gut, bestanden. Militärausrüstung. No. Lester the Molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. Okay, Trevor, the... Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. Na gut. Scheint es ja schon gewesen zu sein. Dann wollte ich natürlich ja gucken, was ist das hier? Aber ich wurde ja ganz dezent abgehalten. Wieder so eine lahme Karre, ey. Cletus. Ernsthaft? Oh, eine Gelegenheit. Hallo. Hey, you, buddy. Can you do us a massive favor? It's the little lady's birthday and we are really fucked up. Can you drive us back to our motel? Our car's right there. Come on, please. It's her birthday. Na komm. Weiße Geburtstag ist. Na los. Komm. Just give us a ride, man. Dann steig ein. Komm. Come on, man, you can use our car. Oh, ernsthaft? Müssen wir die Karre nehmen? Na komm. It won't take long. You can use my wheels, no problem. But of course, you two are a hot mess. I love it. Ist ja um die Ecke. You're a legend, bro. Get in the back, out of your way. Baby, don't breathe whiskey on the nice man. So where can I take you two blacked out young lovelies? We staying at the Hotel Southwest from here. Thank you so much. You have like the best tits in the whole world. If I didn't have to work for a living, I would just play with them all day. Oh, you so was für ein Kompliment. Was macht ihr da hinten? Abby. Yeah, you like that? Just wait till we get back to the motel. I'm gonna get medieval on those puppies. Was machen die da hinten? Ich kann mich gar nicht aufs Fahren konzentrieren. Oh God, you know what that does to me. Shift that sweet little ass over here. Let the wolf see the rabbit. You smell like cigarette and buffalo wings. Oh Gott. It's making me so horny. Hühnchen und Zigaretten, das macht mir. Give me a slice of that giblet pie. Was macht die? Nein. Alter. Was? Hallo? 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 Guck doch mal, was sie da machen! Hey, what are you crazy kids doing back there? Das Auto wackelt voll. While you're sweeping the front porch, why don't I work on her back plumbing? Huh? What did you say? How about I suck those kidney stones right out of your balls, big guy? Get this party really started. Wow, okay, man. It's cool. Stop. Alter. Ups, jetzt bin ich aber beim Hotel vorbeigefahren. Das hat mich gerade so abgelenkt. Was für eine Scheiße, ey. Didn't I tell you this would be the best birthday ever? Thank you. You're like the best. We've got a little unfinished business to attend to. Die beiden, ey. Ist ja wie ein Fischladen da drin. Gut, dann nehmen wir uns mal die Karre da. Oh, aber wie schön die Sonne untergeht. Ist eine alte Übermacht, oder? Ja, oder? Ja, ist eine Übermacht. Ja, ist Coupé.
Aber wir machen mal eine kurze Pause. 20 Minuten sind schon wieder fast um. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es doch in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Grand Theft Auto 5 mit dem Sascha. Bis morgen. Ciao.